Hallo, ich bin Konrad Rennert. Mit dieser Lerneinheit möchte ich zeigen, wie man mit der am weitesten verbreiteten Lernplattform die Unterweisungen, die durchzuführen sind, nachvollziehbar dokumentieren kann. Damit das für jeden, der damit zu tun hat, leicht verständlich ist, habe ich die Unterweisung in die Schulordnung gewählt, weil die kennen wir ja seit der eigenen Schulzeit und das, was da wichtig ist, das gibt es in ähnlicher Form eben auch in Betrieben. Dort gibt es Organisationsrichtlinien, dort gibt es den Zwang zur Unterweisung in wichtige Dinge, sei es die Lagerung von Gefahrstoffen oder die Einweisung in Schutzausrüstung, in die Handhabung dieser Schutzausrüstung oder wenn man jetzt so mehr im Verwaltungsbereich denkt, da gibt es das Gleichstellungsgesetz AGG, das Allgemeine Gleichstellungsgesetz, wo also eben gesagt wird, was da mit Vorsicht zu äußern ist, damit hinterher keine Prozesse vor Arbeitsgerichten anstehen. Unterweisungen sind also sehr wichtig. Ich habe hier eine Lerneinheit zusammengestellt, die aus 18 Abschnitten besteht, ein Einleitungsvideo. Ich zeige das mal, ich klicke hier rauf. Und da wollen wir uns mal anschauen, was verbirgt sich dahinter. Da gibt es hier ein nettes Video zum Einstieg. Da zeigen die Schülerinnen, die hier sind auch dabei, aber auch noch weitere andere, die zeigen, was kann in der Schule passieren, dass man da mal wieder auf die Schulordnung verweisen muss. Das ist also ganz nett. Und in ähnlicher Form kann man natürlich auch Videos in den Betrieben machen. Da erklärt vielleicht der Sicherheitsbeauftragte, was ist besonders wichtig. Und die Abschnitte, die hier zu der Schulordnung gehören, ich habe da die Schulordnung von Rheinland-Pfalz gewählt, die sind hier im Folgenden aufgeführt. Damit da keine Unterlassung passiert, das heißt also damit die vollständig ist, habe ich hier auf die Originalabschnitte verwiesen. Das kann man machen und dann lässt man hinterher bestätigen, dass diese Abschnitte auch zur Kenntnis genommen werden. Damit das ein bisschen lockerer wird und man vorab schon mal einschätzen kann, ob man fit ist, gibt es hier eine Selbsteinschätzung. Da werden, vielleicht zeige ich das mal anhand einer Frage, da werden hier 5 Fragen gestellt und da kann man dann bestätigen mit Ja oder Nein, ob die folgende Aussage richtig ist. Da geht es hier um ausreichende Entschuldigung. Ich wähle hier einfach mal, ohne lange noch zu lesen, das Ja aus und prüfe dann. Und die Aussage war richtig. Das wird also eine 6 erteilt, wenn man ohne Entschuldigung bei einer Klassenarbeit gefehlt ist. Das war also gefehlt hat. Das ist also hier die Aussage und so weiter. Also so kommen hier weitere Aussagen. Sie sehen, man kann das hier mit dem Klicken auf die nächste Frage, kann man das also hier auswählen. Jetzt geht es hier um den Begriff Gender Mainstreaming. Und ja, da tue ich jetzt einfach mal was auswählen, was falsch ist, gehe dann auf Prüfen und da sehe ich, das ist dann hier rot dargestellt. Also so geht das dann weiter. Ich will also jetzt nicht weiter fortfahren, das können Sie ja dann selbst machen. Klicke wieder auf die Schulordnung, dann sind wir wieder da, wo wir eben waren. Wir sehen hier den Selbsteinschätzungstest mit ein paar Fragen zur Motivation, wer da schon alles richtig macht. Der wird wahrscheinlich hier nicht viel Neues erkennen. Dann kommen hier 17 Abschnitte und ein Abschnitt, der heißt Anlage. Da schauen wir uns einfach mal den Erstbesten an. Diese Abschnitte, die habe ich nicht selbst geschrieben. Ich habe sie hier nur verlinkt oder auf Zusammenstellungen von Verlinkungen verwiesen. Ich gehe hier mal auf den Abschnitt 1, Schülerinnen, Schüler und Schule. Und da sehen wir, zu diesem Abschnitt gehören 7 Paragraphen. Wenn man da rüberfährt, zum Beispiel auf die Schülerzeitung, sieht man auch unten links, wohin verlinkt wird, Landesrecht rlp.de, also Landesrecht Rheinland-Pfalz, das ist wahrscheinlich ein Ministerium, was dafür verantwortlich zeichnet. Ich klicke hier auf die Schülerzeitung und dann bin ich auch an der Stelle, wo der Link hinführt. Da kann man jetzt lesen, was können die Schüler machen, was ist da erlaubt oder was wird vielleicht auch gefördert. Das ist also eine ganz hilfreiche Sache. Die Schule fördert die Arbeit der Schülerzeitung im Sinne der Absätze 3 und 4. Sie unterrichtet die Redaktion über alle die Schülerschaft betreffenden Belange und so weiter. Das wollen wir also jetzt nicht fortführen, können Sie ja
selbst lesen. Sie haben freien Zugriff auf diese Lerneinheit. Sie können sie sogar hinterher herunterladen. Ich gehe hier mit der Schaltfläche zurück, wieder dahin, wo ich war. Kann hier also nochmal darauf gehen oder gehe hier eben auf diese Pfadangabe. Und dann fange ich immer oben an. Hier waren also jetzt die 17 Abschnitte und die Anlage. Wenn diese Abschnitte dann zur Kenntnis genommen wurden, dann will man natürlich als Schulleiter, als Vorgesetzter, wenn man jetzt nicht an die Schule denkt, sondern an Unterweisungen, deren Durchführung dokumentiert werden soll, dann will man eben auch sehen, dass das geschehen ist. Und wenn jemand die komplette Unterweisung bestätigen möchte, auf Anforderung des Vorgesetzten, dann klickt er hier einfach auf diesen Link. Und da sieht man dann, dass hier steht was von Test wiederholen. Ja, da ist also jetzt, das ist also das Übliche bei Moodle Lernplattformen, wenn man also hier solche Tests oder solche Abfragen nach Erfüllung haben möchte. Da kann ich nochmal lesen, worauf ich jetzt mit Ja oder Nein antworten muss. Wurde die Schulordnung, und dann wird hier komplett aufgeführt mit der Version vom 12. Juli 2009, komplett durchgelesen und verstanden. Da kann ich jetzt mit Ja oder Nein antworten. Wenn ich da mit Ja antworte, dann gehe ich auf Prüfen. Und dann sehe ich, so soll es sein. Das ist also wichtig als Schulleiter, als Elternbeirat oder als Bildungspolitiker des Landes. Da sollte man die natürlich gelesen haben. Dann gehe ich hier auf Weiter. Und dann will ich es auch abgeben. Also bisher ist noch nichts passiert. Jetzt könnte ich mich noch für Nein entscheiden. Gehe aber jetzt mal auf Abgabe, werde ich nochmal bestätigen, weil es soll ja hinterher niemand sagen können, ich habe da versehentlich auf Ja geklickt und da ist das dann jetzt bestätigt, wird hier auch grün angezeigt und jetzt kann man das hinterher auch nachvollziehen. Das heißt, derjenige, der hier für diese Lerneinheit Unterweisung verantwortlich ist, der Lehrer und der Schulleiter oder der Administrator, die können das dann auch, können dann Einblick nehmen. So, das ist also jetzt der Teil bis zur Bestätigung der kompletten Unterweisung, das kann man sich natürlich auch noch abschnittsweise bestätigen lassen. Eine ganz interessante Sache, das muss man nicht in einem Durchgang machen. Ich gehe jetzt mal dahin, Kenntnisnahme von Abschnitten bestätigen und da wähle ich mal letzten Versuch fortsetzen. Ich habe vorher schon einzelne Abschnitte bearbeitet, 1, 2 und 4, die habe ich also schon bearbeitet. Jetzt will ich hier mir den fehlenden dritten Abschnitt anschauen. Ich klicke darauf und da ist er, dritter Abschnitt. Habe ich also, sehen wir hier, bei 4 ist schon Ja gesagt, bei 1 und 2 auch. Den dritten will ich mir nochmal zu Gemüte führen. Ich klicke da Beginn und Beendigung des Schulverhältnisses, also klicke darauf. Und dann bin ich sofort wieder auf der Seite des Landesrechts von Rheinland-Pfalz und kann mir das anschauen, worum es geht. Die Wahl der Schulart obliegt im Rahmen der Bestimmungen dieser Schulordnung den Eltern oder den volljährigen Schülern und Schülerinnen. So, das habe ich also jetzt, stellen wir uns vor, zur Kenntnis genommen. Ich gehe zurück und jetzt will ich da auch Ja sagen. Gehe also auf Ja. Das war der falsche Teil. Gehe hier auf Ja, Schulverhältnis wurde zur Kenntnis genommen und dann klicke ich hier erstmal auf Versuch beenden. Da ist also jetzt dieser Teil 3, der ist also jetzt bearbeitet. Der fünfte, den habe ich eben versehentlich mit Nein beantwortet, den will ich aber jetzt auch noch nachbearbeiten. Da ist also noch nichts passiert. Differenzierung in der Realschule schaue ich mir noch mal an, damit ich da auch ein Ja sagen kann. Und da ist es. Ne? Differenzierung ist also hier mit mehreren Unterabschnitten. Stellen wir uns vor, ich hätte das jetzt gelesen, gehe zurück. Da habe ich noch ein Nein stehen. Da will ich jetzt das Ja rausmachen. Differenzierung Realschule plus. So, dann kann ich jetzt fortfahren mit Versuch beenden, weil jetzt will ich für heute Schluss machen und will mich abmelden. Hier oben kann ich das machen, Logout. Bin ich abgemeldet, bin wieder
auf der Lernplattform. Tage später will ich mich wieder anmelden, gehe auf Login, melde mich da mit meinem Namen an und dem ganz langen Kennwort. Und dann will ich hier den sechsten und den siebten Abschnitt vielleicht für heute durchlesen, gehe also auf Unterweisung in die Schulordnung, gehe nach unten zum Abschnitte bestätigen und jetzt habe ich also dummerweise das Ganze noch in Englisch, aber da passt nicht Chinesisch, aber Deutsch passt, dann kann ich das nämlich besser in Deutsch lesen. Letzten Versuch fortsetzen. Das ist noch in Bearbeitung. Wir sehen, vierte und fünfte ist also schon bearbeitet. Den sechsten will ich jetzt machen. Da ist der sechste Versuch. Schullaufbahnwechsel zwischen Realschule plus Berufsfachschule und Gymnasium komplett durchlesen und verstanden. Ja, will ich vorsichtshalber noch mal schauen, was da steht. Gehe dahin. Ja, da habe ich das Schullaufbahnwechsel. Ich lese, nehme das hier zur Kenntnis, was hier steht. Und gehe dann, nachdem ich Kenntnis genommen habe, zur Frage 6 und kann da auch mit Ja antworten. Dann gehe ich entweder auf Weiter, ganz am Ende, oder ich gehe hier auf Versuch beenden. Und dann sehe ich, hier ist also die sechste Frage jetzt auch gekennzeichnet, dass ich daran gearbeitet habe. Und kann dann beim nächsten Mal die verbleibenden 12 Abschnitte durchgehen. So, das bis dahin. Jetzt will ich als derjenige, der hier Verantwortung trägt, auch mal schauen, wie weit sind denn die Schüler mit dieser Bearbeitung gediehen? Welche Abschnitte haben die schon angeschaut? Gehe also wieder auf die Schulordnung. Bin also jetzt am Anfang. So, als wenn ich mich frisch angemeldet hätte. Will jetzt mal sehen, welche Schüler haben schon Abschnitte bearbeitet, Kenntnis bestätigt. Gehe hier also auf diesen Punkt. Jetzt sehe ich 4 Schüler. Das sind ja also meine Musterschüler hier im Beispiel. Die haben sich schon mit der Schulordnung beschäftigt. Ich klicke darauf, auf die 4. Und da sehen wir hier, sehe ich, was die 4 gelesen haben. Anna Meyer, Karl May, Lena Schulz und Heinz Weber, die haben Fragen beantwortet. Wo sie mit Ja geantwortet haben, sehe ich hier so einen grünen Haken. Wo sie mit Nein geantwortet haben, ist hier sowas rot markiertes, so ein Kreuz. Und dann kann man hier unten auch sehen, wie viel Prozent insgesamt von denen bearbeitet wurden. Und wenn ich hier also sehe, der Schüler Heinz Weber, der hat sich also gerade mit dem wichtigen ersten Abschnitt noch nicht beschäftigt, dann kann ich den natürlich persönlich ansprechen. Hier unten kann man dann noch weiter nach rechts rollen, um zu sehen, wie haben die bei weiteren Fragen geantwortet. Das ist also hier sichtbar. Und da sieht man also sehr schön, wo wurden Aktivitäten geleistet und wo eher nicht. So, das dient also zum Nachvollziehen und das ist dann also auch dokumentiert mit Datum und Uhrzeit, wie lange die dafür gebraucht haben, an welchem Tag sie das gemacht haben. Also das ist natürlich wichtig, dass Sie hier die Schüler und auch Ihre Kollegen darüber aufklären. Das System Moodle zeichnet umfassend solche Dinge auf, die sind nachvollziehbar. Und wenn Sie denen das sagen, dann haben Sie also auch Ihre Pflicht zur Erklärung der Möglichkeiten getan und vor allen Dingen die Schüler werden das ernst nehmen, weil ja nachvollziehbar ist, ob sie einen Auftrag zur Unterweisung erfüllt haben oder auch nicht. Und wenn sie es nicht erfüllen, dann lassen sie es eben zum Termin, bestellen sie zum Termin ein und erklären denen das nochmal persönlich. Das wird dann genug Drohpotenzial sein, um die Anweisung dann auch ernst zu nehmen. So, wir haben gesehen, da will ich jetzt nochmal zurück auf die Lernplattform ganz am Anfang. Wir haben also gesehen, wie das funktioniert. Nach dem Einleitungsvideo kommt eine Selbsteinschätzung, dann kommen die Abschnitte erstmal nur zur Kenntnisnahme. Dann kann man hier die komplette Unterweisung bestätigen. Dann kann man hier die einzelnen Abschnitte bestätigen, Stück für Stück. Und das geht natürlich auch auf jedem Endgerät, was fürs Internet tauglich ist. Jedes Smartphone hat heute einen Browser. Und da könnten dann die Schüler in den Wartezeiten nachschauen, welchen Abschnitt habe ich noch nicht zur Kenntnis genommen. Dann lesen sie sich durch und bestätigen das.
sodass man also hinterher auch einen vollständigen Nachweis hat. Zum Ende kommt hier noch Information zur Installation dieser Lerneinheit. Ganz wichtige Sache, wenn Sie sich schlau machen wollen, ohne dass Ihnen da Kosten entstehen, Sie können als Lehrer oder als Schüler, wer auch immer das möchte, der kann sich hier diese Entwicklungsumgebung für solche Dinge, wie ich sie hier durchgeführt habe, herunterladen. Da gibt es hier ein Video, allerdings in Englisch, aber der gebildete Schüler kann das ja und der Lehrer sowieso. Und da kann man sich hier in knapp 2 Minuten anschauen lassen, wie Moodle installiert wird. Bitnami Moodle, das ist also eine lokale Entwicklungsumgebung, die funktioniert auf jedem Windows-Rechner. Und dann hat man also die Möglichkeit, vollständig den Funktionsumfang als Administrator kennenzulernen und dort Entwicklungen durchzuführen, damit man es dann hinterher auf seine Schulplattform hochladen kann, wenn die Entwicklung gediehen ist. Also Sie sehen, das ist also hier möglich. Dann steht hier als nächste Information, Sie können das, was ich Ihnen hier gezeigt habe, auch selbst mal ausprobieren. Sie müssen sich hier anmelden. Im Augenblick bin ich das schon. Ich melde mich hier nochmal ab. Da möchte ich mich wirklich abmelden. Und jetzt führe ich es nochmal aus, schließe das hier, damit man also auch sieht, wie das geht. Also ich will mich hier anmelden auf der Testplattform, damit Sie das also selbst mal durchführen können. Klicke da auf Login und gebe da ein C ein als Benutzername und ein C als Passwort, so wie das auch hier oben steht. Sie sehen es ja hier. Und dann bin ich drin in der Lerneinheit bei den Kursen zum Ausprobieren. Finde ich das denn hier unter Weisung in die Schulordnung. Entweder klicke ich hier auf Symbol oder auf Take a Look, aber ich nehme hier mal das Blue Pages Logo und da sehen wir genau das, was ich Ihnen eben gezeigt habe, jetzt nur in einem anderen Design. Ich bin jetzt als kein Name angemeldet, also kein der Vorname, der Nachname ist, also das ist so ein bisschen Sinnbild dafür, dass Sie hier nicht befürchten müssen, dass Ihr echter Name gespeichert wird. Und da haben Sie das, was Sie eben gesehen haben, hier in einem anderen Design, aber im gleichen Aufbau vorliegen. Und dann können Sie auch sich hier weiter informieren zu der Lerneinheit. Die Lernplattform für Kunden, die dient zum Beispiel dazu, wenn Sie sich entscheiden, Sie wollen von mir persönlich unterwiesen werden oder von meinen Mitarbeitern, dann können Sie im Anschluss daran diese Einweisung da nochmal komplett nachvollziehen. Das letzte ist hier, was hier als Link erscheint, ist eine Information zu den Kosten für Auftragsarbeiten. Ich klicke hier mal auf Beispielkalkulation und da sehen Sie, da habe ich hier die Fallbeispiele nochmal, das wo wir eben waren, verlinkt. Dann gibt es hier die Zusatzinformation, da gibt es diese Erläuterungstexte. Und das Video, was Sie hier gerade anschauen, das kann man natürlich von dort auch abrufen. Und dann wird eine Kalkulation durchgeführt, was kostet die Anlage einer Lerneinheit, Erläuterungstexte oder Videolinks anbringen. Das meiste kostet 20 Euro pro Stück. Und da kommen hier bei den Abschnitten 19 an der Zahl, kommen also 190 Euro zustande. Wenn Sie Kontrollfragen einbauen, da habe ich 26, dann kostet das 520 Euro. Wenn man da mit der Möglichkeit, das hinterher in einem Bericht zusammenzufassen haben möchte, dann kommt eventuell noch eine Einweisung dazu. Macht Sinn, damit Sie das dann auch installieren können. Wenn man da eine Stunde kalkuliert zum Preis von 60 Euro, dann haben wir also hier die Gesamtkosten von 830 Euro netto, Mehrwertsteuer dazu. Dann ist das, was hier der Endverbraucher zahlen müsste, oder eine Schule, die nicht vollsteuerabzugsberechtigt ist. Dann ist hier noch eine Information zum Anbieter. Wenn Sie das so wie ich hier auf einer eigenen Plattform machen, also Sie mieten Platz in einem Rechenzentrum, dann kostet Sie da 96 Euro im Jahr. Und da können Sie 1000 solche Unterweisungen unterbringen für den gleichen Preis. Oder Sie sagen, ich habe aber noch nicht das Know-how, wie der Rennert das hat. Dann nehmen Sie hier einen Anbieter, den will ich hier mal kurz vorstellen. Der hat das hier mit einer Preisliste
verdeutlicht, was das kostet. Und wenn Sie da maximal 150 Nutzer haben mit einem Gigabyte Webspace, dann wird das 210 Euro pro Jahr kosten. So ist das hier beschrieben. Und die anderen Preise für mehr Nutzer sind auch genannt. Also ich will jetzt hier für den keine Werbung machen. Das ist ein seriöses Unternehmen. Ich habe bei einem Auftrag habe ich ein Jahr lang auf deren Lernplattform gearbeitet. Das war also eine sehr gute Sache. Wenn Sie also eigenes Know-how haben, dann kriegen Sie es preiswert für weniger als 100 Euro im Jahr. Wenn Sie aber noch nicht so weit sind, dann könnten Sie also hier mit diesem Unternehmen sehr gute Erfahrungen machen. So viel zur Unterweisung in das Thema Moodle. Wenn Sie mehr Informationen wünschen, dann senden Sie mir einfach eine Mail und ich werde dann, wenn da eine Telefonnummer draufsteht, weitere Informationen am Telefon übermitteln. Ich bedanke mich für Ihre Aufmerksamkeit.